Herzlich willkommen zurück zu Brothers, A Tale of Two Sons. Afia. Naja. Wade. Adia. Tarida. Aya. Adama. Amarabi. Okay, ich drück die ganze Zeit laufen, aber es war jetzt. Ja, man muss zusammenlaufen irgendwie. Wieso stöhnst du hier eigentlich so rum? Ich habe hier gerade voll meinen Brustkorb durchbohrt bekommen. Hallo, weil ich dich gerade tragen musste. Also wie es so schwer wäre, ja, also. Ich sehe nichts. Ist das gewollt? Das ist, glaube ich, der Baum. Wir haben den Baum des Lebens gefunden. Nehme ich an. Und alles ist wieder unscharf. Oh, das tut echt in deinen Augen weh, ne? Boah, schlimm ist das, echt, ganz ehrlich. Und dazu bin ich noch müde, ey. Aber wir sind quasi am Ziel. Das heißt, ich glaube nicht, dass das Spiel noch so lange dauern wird. Wobei ich nicht genau weiß, was wir von dem Baum eigentlich wollen. Müssen wir da irgendwie was von dem Zeugs rausholen, oder? Der Baum ist das erste Kapitel erst. Nein, Muffy, later. Gib mir Muffin. Balila, Etja, lauer die, lauer. Los, lauf, ich will einen Muffin. Los. Das hat eine Flasche gewesen, so eine Trinkflasche. Lauer, ja. Weißt du, wie bei Konen so ein Ding? Und schon wieder kann ich nichts machen, weil ich vergiftet bin. Aber das ist ganz gut, dann schläft der Epi uns nicht ein. Mhm. Der kriegt aber dafür gleich einen Drehwurm, so wie das aussieht. Oh, nee. Oder doch? Ich weiß es doch nicht. Das erinnert mich wiederum an It Takes Two. Weißt du noch, mit den Eichhörnchen und den Bienen oder Wespen? Ich weiß, Wespen waren es, glaube ich, da im Baum. Mhm. Aber die waren cool, also zumindest die Eichhörnchen. Oder musst du. Nee, du musst zu einer Frucht oder sowas, glaube ich, ne? Wenn er da so hoch muss. Ja, das sieht gut aus. Bruder, rette mich. Ich verreck sonst. Rechts, links, geradeaus. Entscheide ich. Ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen links, weil da geht's weiter, aber. Pff. Doch hochklettern, okay. Ich dachte, konntest du nicht. Ein Nest? Oh, okay. Schon interessant in so einem riesigen Baum. Irgendwie hörst du das auch? Den Wind, oder was? Nein, die Musik, das war so. Ich hab Musik aus. Aber ich kann hier nichts machen, oder? Wo kannst ich du nicht weiter? Links rum? Doch. Weiß doch, lizenzrechtliche. Ja, eventuelle Probleme, wenn ich Musik laufen lasse. Ach, da ist Wasser im Baum. Wo ist der Kelch? Das ist doch so eine Art Flasche. Aber, ja, okay, nicht so, wie ich das jetzt gedacht habe, mit Leder.
Das war der Kelch. Und er muss dann gleich nochmal hochklettern, damit er dann genug für seinen Papa hat. Oder reicht ein Tropfen oder was? Kannst du runterrutschen? Spring einfach, kein Thema. Wenn du stirbst, ist nicht so schlimm. Hauptsache, dein Bruder verreckt dann auch. Gib mir das Zeug, sonst werde ich zum Zombie. Taliaba. Naja. 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 Um diesen traurigen Moment kurz zu überspielen. Warum muss ich jetzt gerade sterben? Warum muss ich jetzt das Grab ausheben? Ja, weil du es nicht anders verdient hast. Ich bin tot, du hast mich einfach verrecken lassen. Ja, ja, klar, die Spinne, die du hast wieder gar nicht auf dieses Mädel da. Und dann, die hat dich ins Grab gebracht. Ja, so machen Frauen das nun mal. Das war eine schwarze Witwe. Das stimmt, ja. Ich kann dir nicht helfen. Ich glaube, du musst mich da hinschleppen. Oh, wie langsam geht der jetzt? Der ist total deprimiert. Ja, sein Bruder ist vor seinen Augen... Ne, eigentlich nicht vor seinen Augen gestorben. Aber der ist gestorben. Der war sein Ein und Alles. Der hat seinen Vater jetzt komplett vergessen. Der hat das Wasser weggeworfen. Der ist ja auch gestorben gerade. Nee, der hat sich nur wieder hingesetzt in der letzten Szene. Nein, der Vater ist auch gestorben gerade. Mit ihm, oder was? Nee. Hm. Das haben sie aber nicht gezeigt. Jetzt weiß ich zumindest, warum alle gesagt haben, ich soll das spielen, und das ist sehr emotional. Ich bin nicht so emotional dabei, weil ich weiß, dass ich dich jetzt los bin, aber... Hat der das jetzt wirklich mit der Hand ausgegraben? Guck dir mal an, wie perfekt dieses Grab gemacht ist. Mhm. Musst du das jetzt zuschütten mit der Hand? Ja, also bis jetzt durch. Anscheinend ja. Mhm. Ah, nee. Idiot, okay. Hä? Das hat aber nicht viel gebracht. Okay, das hat schon eher was gebracht. Warum erinnert mich das an das Hörspiel, was ich gerade zum Einschlafen höre?
Da geht es darum, dass die in einem Sarg lebendig begraben wurde. Ja, toll, das habe ich auch schon gehört. Das ist ein scheiß Hörspiel. Ja, und jetzt vergisst er das Wasser. Dem ist sein Vater jetzt egal, weil er nur noch an den Bruder denkt. Mann, der Vater ist doch gerade in der Sequenz, hast du doch eben gesehen, dass der gestorben ist. Hallo, der Junge ist da, der Vater ist keine Ahnung wo. Woher soll der wissen, was mit dem Vater ist? Das Geräusch kenne ich. Oh. Hä? War der nicht tot? Ja, der war ja eigentlich auch tot, ja. Ist das unser Freund? Hallo, ich bin der Bruder von dem Freund, den ihr habt verrecken lassen. Komm zu mir. Aber das ist der doch, oder nicht? Der war doch total am Bluten und ist doch gestorben. Hä? Du musst da drauf, glaube ich. Ach so. Ja, weil der steht da so blöd, deswegen... sich irgendwie süß an. So ein kleines Fohlen, so. Aber wieso lebt der wieder und ich nicht? Guck mal, wir haben so viel Gutes getan auf dem Weg dahin. Gut, die sind vielleicht nicht so fröhlich über uns, aber... Doch, die... Die waren eh schon tot, da haben wir nichts mit gemacht, außer die ein bisschen zu verstümmeln. Das warst du. Nein. Oh, die Headshot bei ihm. Hier haben wir den Vogel befreit. Ja, und dann ist er gestorben. Deswegen, das verwirrt mich ein bisschen. Aber war der nicht auch dunkler? Der hat doch nicht so viel Weiß unten gehabt, oder? Gut, dem alten Mann, dem Albert hier, den haben wir geholfen. Dann haben wir die Flugmaschine kaputt gemacht. Ja, die beiden haben wir zusammengebracht. Aber da waren die beiden, guck mal. Die sind wieder zusammen. Aber dass sie nicht traurig sind, dass sie nur den einen Jungen auf dem Rücken sehen. Ja. Ey, ihr Schweine, das ist die gleiche Szene wie bei Harry Potter. Mhm. Jetzt hab ich's gesagt. Das ist genannt. Ich sitze hier mit Tränen in den Augen. Ich weiß, das sieht man nicht. Und ja, das kommt auch ein bisschen von der Grippe, das gebe ich zu. Woher weiß der genau, wo der hinfliegen muss? Du bist mein bester Freund. Flieg nie wieder weg. Bleib bei mir. Dann muss ich mir noch überlegen. Tschüss. Nee, er bleibt doch. Er ist doch weg. Links, glaube ich. Ich darf noch nicht mal mein eigenes Spiel zu Ende spielen, ihr Schweine. Lassen die mich einfach vorher verrecken. Kannst du nicht hier noch überall hinlaufen oder was? Ja, ja, das sieht gut aus. Nee, du musst dich rechts hochhangeln, da am Stein. Guck mal, da sind sogar zwei. Wieso machen die da was? Zwei? Das ist doch wieder... Sarkasmus, also schwarzer Sarkasmus pur, oder? Jetzt machen die da zwei Dinger hin, damit man immer an den Bruder erinnert wird, oder was? Wo geht's wieder runter? Ja, geh mal wieder. Der Weg nach oben ist der Weg nach unten. Alte, chinesische Weisheit. Mhm. Pass auf, dich frisst gleich so ein Vieh. Ich dachte gerade, das ist die Spinnenlady. Nein. Immer. Junge, sie ist ein Geist, die kannst du nicht anfassen. Ach, er hat doch die Flasche mitgenommen. Mhm. Aber er kann nicht schwimmen. Ach so, deswegen. Aber er hat jetzt gelernt zu schwimmen, oder? Ha? Ha? Er kann nicht schwimmen, nee. Ja, aber der hat gesagt, du sollst da reingehen. Hä, was macht der da? Aber rechts, kannst du da hin? Rechts, da ist so ein Felsen. Auch nicht? Nee.
gehen wir nochmal raus. Nee, da kann man alles nicht mehr. Muss ins Wasser gehen. Ja, weil du deine Angst überwinden sollst, nehme ich mal an. Ja, aber... Du kannst nicht die Aktionstaste nutzen, oder? Nein. Dass du so quasi den ersten Schwung machst, oder wie auch immer. Nein. Ich kann nur beten anscheinend, was er jetzt macht, weil der ist traurig, sag mal. Ja, im Wasser. Ja, ja, der ist auch im Wasser traurig. Nein, der darf aber nicht traurig sein. Keine Ahnung, ey. Weiß ich nicht. Ja, da kann ich dir jetzt leider nicht helfen. Geh mal einfach in alle Ecken oder guck mal hier vorne, aber du kannst nur normalerweise nur darum, denke ich mal. Oder? Hier links vielleicht noch? Also es ist alles gesperrt, diese. Man kann diesen Weg gar nicht hin. Kommst du immer ja, bis da dahin? Da bist du runtergerutscht, glaube ich, ne? Ja. Komm ich ja auch nicht mehr hoch. Das muss ja da. Warte mal, hier? Nee. Hier? Also, was logisch wäre, wenn er jetzt ins Wasser gehen würde und seine Angst vor Wasser quasi überwinden würde und anfangen würde zu schwimmen. Vielleicht musst du mehrmals die Taste drücken oder gedrückt halten, aber an weiter. Also ein Ort, der weiter drin ist. Weißt du, was ich meine? Dass du das nicht vorne am Rand machst. Also weiter komme ich nicht rein. Er geht nicht weiter, warte mal. Ja, wo bist du denn jetzt? Achso, da vorne. Ja, dafür bin ich jetzt gestorben. Okay. Och nee, jetzt kommen die Sequenzen in dann die ganze Zeit oder was? Nein. Ich mag nicht mehr, ey. Nein. Emma. Da kommt dann eine ganz andere Idee. Geh mal ein bisschen ins Wasser. Geht immer noch nicht, ist ja immer noch. Dann? Ich habe mal irgendwann zu dir gesagt, dass ich dich anspucken werde. Weißt du noch? Nee. Wenn ich vor dir sterben werde und du mich irgendwie erzürnt hast, dass ich ein Leben lang an dir rumspucken werde. Das kann ich auch als großer Bruder. Na super. Aber ich habe gedacht, dass ich da richtig mitschwimme. Aber gut, das hat wohl nicht geklappt. Schade. Das ist ein Hebel. Achso, kann ich dir dabei helfen aber, vielleicht? Ja, die ganze... Na, wenn man einmal den Dreh raus... Da, wie willst du das machen? Ach, der tut jetzt so, als ob der da drauf springt? Geh mal da hin, kannst du das? Ja, ich kann nicht mich mehr bewegen. Keine Ahnung. Hä? Was war das? Ja, ich habe jetzt losgelassen. Keine Ahnung, wie das funktioniert, aber irgendwie kann ich wohl mit eingreifen. Das brauchst du nicht, ne? Ich glaube, du bist erschöpft. Und in dem Alter kann man 3 Tage durchschlafen, wenn man so erschöpft ist. Könnte ich jetzt auch gerne. Ich glaube, das kannst du auch gleich.
Ach, die Treppen erinnern mich an das Haus in Teso. Ja, mach das dreimal. Bringt keine Errungenschaft. Schade. Ich habe das schon mal gehabt. Ah ja, wie heißt das? Mit den Ratten hier. Nee, rechts war ein Weg. Ja, aber da geht's doch wieder zum Haus oben hin. Ja, ich denke mal, da ist der Vater, oder? Also ich nehme an, dass du zum Vater jetzt, weil zu wem sonst, ne? Da sind viele Häuser. Ach so, wir sind gar nicht das einzige Haus hier. Ich dachte, wir wären so abgeschieden irgendwo. Das sind aber riesige Schmetterlinge hier. Krieg ich mir ja schon fast Angst. Guck mal, eine Sonnenblume. Ah, warte mal, da ist... Ja, geht schon automatisch. Da ist das Grab, was ich nie hatte. Oder ist das die Mutter? Das ist die Mutter wahrscheinlich. Und? Ah, ne, sind zwei. Ja. Hallo? Mutter kriegt eine Rose und ich? Feuchten Händedruck oder was? Selbst dein Freund hat dich verlassen. Sehr traurig. Ja, das war Brothers, A Tale of Two Sons, das Remake. Ehrlich gesagt bin ich jetzt gerade ein bisschen sprachlos. Auch wenn ich es jetzt so ein bisschen ins Lustige noch gedreht habe am Ende, aber... Ich meine, der Vater, klar, dass der traurig ist. Er sollte aber natürlich dabei nicht vergessen, dass er noch einen anderen Sohn hat. Ganz wichtig, dass er sich um den kümmern muss noch. Na, er hat ja nicht nur einen Sohn gehabt. Und ja, ich hasse solche Spiele, die dann so ausgehen, bin ich ganz ehrlich. Also wenn jetzt der Vater irgendwie gestorben wäre oder so, das wäre natürlich auch scheiße gewesen. Aber die Brüder sich dann noch gehabt hätten und dann so dieses... Aber wir haben uns noch Gefühl wäre... Gut, das war jetzt auch bei Vater und Sohn eigentlich so, aber ich denke bei den Brüdern intensiver, oder? Wenn die jetzt am Ende noch die Überbliebenen gewesen wären. Ja. Andererseits, die hätten dann viel durchgemacht und hätten am Ende dann doch ihr Ziel, sage ich jetzt mal, verfehlt, ne? Also dem Vater halt zu retten. Mhm. Aber, ja. Sehr. Ach, guck mal, Hazelight Studios, die kennen wir doch. Und 505 Games. Ja, ja. Cool. Wusste ich gar nicht, ehrlich gesagt. Aber cool. Ja, deine Meinung? Du bist müde, du willst ins Bett. Ja, war sehr schön gemacht. Also auch von den grafisch fand ich ganz ansprechend. Ne? Es war ja auch sehr geführt, das Ganze natürlich. Ja, das finde ich aber auch immer gut, weil sonst hängt man teilweise zu lange tatsächlich... Der Ausgang hätte ich mir ein bisschen anders gewünscht, aber gut, ist halt so. Ne? Es gibt nicht immer das Happy End halt in dem Sinne. Wobei er seinen Vater ja auch gerettet hat, auch noch der eine Bruder jetzt. Ne? Ja, und wie gesagt, der Vater, ich weiß, das hört sich jetzt doof an, aber der Vater natürlich auch zumindest zum Teil froh darüber sein sollte, dass immerhin noch einer seiner Söhne zurückgekommen ist. Die hätten ja auch beide jetzt auf dem Weg sterben können, ne? Na klar. Und, ich sag mal, der große Bruder, naja, gut, man kann jetzt nicht sagen, er hat sein Leben für den Kleinen gegeben, weil, wenn ich das richtig in Erinnerung, ich habe dich nicht weggestoßen oder so, ne? Die kam einfach nur und hat mich da abschnabibbelt. Also hat mir da den Dings reingerammt. Ihren letzten Stachel oder was? Ja, Stachel, ich wollte schon Dorn sagen, aber... Ja.
In Dorn reingejubelt. Die hat mich abgefrühstückt und dann ist sie gestorben, die blöde Alte. Ja, ja. Nee, aber... Also es war ein richtig, richtig geiles Spiel. Bis auf den einen Bug natürlich. Das hat mich doch ein bisschen genervt. Aber gut, dass zumindest vorher gespeichert wurde. Ja, das Ende, da kann man sich jetzt drüber streiten. Ich meine, es ist immer so ein Für und Wider und... Also ich bin ganz ehrlich, ich bin da kein Freund von, wenn das so extrem negativ ist. Und es war ja jetzt extrem negativ im Sinne von, dass ich, auch noch ich gestorben bin. Weißt du, wenn der Epi jetzt hier verreckt wäre, das wäre alles nicht so schlimm gewesen. Aber ich bin gestorben. Eure Gameplayerin. Rest in peace. Du bist episch gestorben. Ja, siehst du, episch. Das, weißt du, Epi, das kommt ja von episch. Genau. Epischer Tod. Also müsste der Epi eigentlich gestorben sein. Irgendwie hat das Spiel das falsch verstanden. Es war alles nur diese Gier, dass ich dann direkt gedrückt habe und gedacht habe, ich könnte dann auswählen, welchen ich nehme und automatisch den großen Bruder genommen habe. Und das war der Fehler. Das war von Anfang an, ich hätte den Kleinen nehmen sollen. Dann hätte ich bis zum Ende überlebt, hat gesagt, Vater, das war nur der Epi, der ist nicht so wichtig. Da lacht er jetzt nicht drüber. Nee. Nein, aber... Also war schon eine sehr, sehr geile Story. Auch so dieses zwischendurch, was ich sehr gut fand wiederum, bevor wir jetzt hier in Anführungszeichen komplett verreckt sind, war noch der Teil mit, dass nochmal gezeigt wurde, was wir alles Gutes getan haben. Weißt du? Wobei den einen haben wir gar nicht gesehen mit der Spieluhr, ne? Den, der sich aufhängen wollte, den haben wir nicht mehr gesehen, meine ich. Wir haben die Schildkröten gesehen, wir haben den Albert gesehen mit seinem Fluggerät. Vielleicht war es auch Leonardo, ich weiß nicht. Du hast übrigens 8 von 14 Errungenschaften gekriegt. Ich will alle, ich muss nochmal durchgehen. 0 von 14. Ja, aber das ist du. Das verstehe ich nicht. Die hätten das doch auch locker im Koop machen können. Jetzt mal ohne Scheiß. Ich meine, ich hatte dir das gesagt, muss man jetzt fairer halbe sagen, dass wir das im Remote Play spielen können. Ich wusste aber nicht, dass es nur im Remote Play geht. Oder halt auf der Couch. Da müssen wir das auf der Couch mit deinem PC nochmal machen. Nee, ich mach das nicht nochmal. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, bevor der Epi mich hier gleich noch schlägt, weil er ins Bett will. Genau, weil ich muss. Behaupte mal für uns beide, es war ein sehr, sehr schönes Spiel. Es hat, solange der Epi noch einigermaßen wach war, auch sehr großen Spaß gemacht. Man merkt diese Kurve, die dann immer weiter runterging, je müder er wurde. Ja, klar. Ich habe dich am Ende noch versucht zu retten und musste dir noch ein Grab ausheben. Hallo, du hast mich verrecken lassen. Einfach, du hast die Flasche dann auch noch weggeworfen. Du hättest mir doch mal den Inhalt der ganzen Flasche vielleicht mal rein. Nein, ich musste ja den Vater noch retten. Scheiß auf den Vater, hallo, ich bin dein Bruder? Ja, und dein großer Bruder? Oh Gott, jetzt fällt mir das alte Lied ein. War das nicht von Big Brother? Ich weiß es nicht mehr. Ach, ja. Ich habe zu meiner Verteidigung, ich habe nur die erste Staffel damals gesehen. Danach habe ich nicht mehr reingeguckt. Aber es ist auch schon keine Ahnung, wie viele Jahre her. Sehr, sehr schönes Spiel. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr das Ganze gefunden habt, wie ihr das Ende gefunden habt. Ich vermute, ich weiß da schon, was ihr darüber denkt. Aber so grundsätzlich, schreibt einfach einen Kommentar dazu, wie ihr das Spiel gefunden habt und wünscht den Epi einen guten Schlaf so zum Ende hin. Mal gucken, ob einer drauf reagiert. Vielleicht tut es ja jemand. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Let's Play. Ciao. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.